euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptteil, beziehungsweise mehrere für euch. Und zwar habe ich hier sowas wie ein kleines Buffet gemacht, also so kleine Partybrötchen, wirklich für jeden Anlass geeignet, wenn Besuch kommt, für einen Kindergeburtstag, also wirklich, oder auch nur so, um den Kindern eine Freude zu machen. Ist halt sehr appetitlich und man kann einfach mehreres kosten. Und wird halt dann nicht gleich natürlich von einem gleich satt, weil die alle so klein sind. Die habe ich alle aus einem Teig gemacht. Wer meinen anderen Kanal, meinen Hauptkanal abonniert hat, hat das wahrscheinlich schon gestern gesehen. Da habe ich das auf der süßen Variante, wird es drüben natürlich auch geben. Und hier halt dann die pikanten Rezepte. Falls euch das gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Dann wird es noch mehr von diesen Rezepten geben. Einem fällt ja sofort, wenn man das schon macht, wieder mindestens 10 neue Ideen ein. Ja, aber wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal genau 100 Gramm Wasser. Das hat bei mir Zimmertemperatur. 230 Gramm Milch. Das hat bei mir auch Zimmertemperatur. 20 Gramm frische Hefe bzw. Germ. Alternativ könnt ihr auch 7 Gramm trockene nehmen. Einen Teelöffel Zucker. Genau, 650 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein Typ 480 und in Deutschland ein 405er. 12 Gramm Salz und ein mittelgroßes Ei. Das Ganze kann jetzt entweder mit der Hand oder mit der Küchenmaschine geknetet werden. Ich werde das jetzt als erstes für 5 bis 6 Minuten einmal so geben, so kneten, bevor ich dann die Butter dazu gebe. Nun gebe ich genau 100 Gramm weiche Butter dazu. Und werde das für weitere, ja, 4 bis 6 Minuten weiter kneten, einfach bis die ganze Butter schön aufgenommen wird und wir einen schönen glatten Teig haben. Den fertig gekneteten Teig forme ich jetzt einfach nur zu einer schönen Kugel. Meine Lieben, ich muss mich leider entschuldigen für meine Nägel. Ich habe sie mir gestern ausnahmsweise mal lackiert und habe aber versäumt, dass ich keinen Nagellackentferner habe. Und da heute Sonntag ist, konnte ich mir leider keinen kaufen. Also bitte seid mir nicht böse oder nicht allzu böse. So, jetzt bemehle ich mir einfach nur eine Schüssel, gebe meinen Teig hinein. Bemehle ihn noch leicht von oben, decke ihn ab und den lasse ich jetzt für 30 Minuten lang schön aufgehen. So, meinen Teig stürze ich mir jetzt auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche und teile mir den in 29 gleich große Stücke mit jeweils 40 Gramm. Ihr könnt sie bitte natürlich auch kleiner bzw. größer machen, ganz wie es euch vielleicht gefällt, aber ich finde die Größe perfekt. Meine Lieben, ich habe mich jetzt ein bisschen verrechnet, sind doch 28 Stück mit kleinem Rest. Jetzt werde ich den einfach nur überall ein bisschen so dazu zupfen. Jedes der einzelnen Stücke werden wir jetzt zu schönen glatten Kugeln formen. Und geben die dann auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Nun werde ich sie auch oben ein bisschen bemehlen. Decke sie dann ab, dass sie mir nicht austrocknen. Und lasse die jetzt für 10 bis 15 Minuten ruhen und dann beginnen wir mit denen zu arbeiten. Nun nehme ich mir die ersten 7 Stück und rolle die einmal schön länglich aus. Dann rolle ich die einfach so auf bis zum Schluss. Den Schluss drücke ich da schön zusammen, spitze die Enden ein bisschen zu und so sieht das dann aus. Und mit dem Schluss nach unten gebe ich das jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Die nächsten 7 werde ich mir jetzt auch wieder bemehlen. Dann drücke ich ein, zweimal drauf,
Mache mir da in der Mitte ein Loch und fahre da mit zwei Fingern herum, um das Loch einfach größer zu machen. Seht ihr? Ihr könnt es da noch so ein bisschen dazu formen, aber so in etwa passt das auch dann schon. Und das gebe ich mir jetzt auch aufs Backpapier auf. So sieht jetzt mein erstes Blech aus. Schaut einfach, dass ihr sie so gut wie möglich verteilt, dass die alle genug Platz haben. Nun decke ich die ab und lasse da das erste Blech dann für genau 30 Minuten lang schön aufgehen. Die nächsten sieben, dann nehme ich mir wieder die Teigklinge, drücke sie einmal an, um die Luft rauszuschlagen. Und jetzt schleife ich die wieder zu solchen Kugeln. Ich mache das einfach deswegen, dass die einfach mehr Struktur haben. Und deswegen schleife ich sie dann noch einmal. Und so gebe ich sie mir jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Und die letzten sieben drücke ich mir auch einmal an. Und dann nehme ich mir das und ziehe das von der Mitte aus ein bisschen auseinander, weil ich will so eine Art kleine Mini-Pizza machen und da will ich dann einfach einen dickeren Rand. Seht ihr, wenn ich das dann so fallen lasse, hoppala, im Bild würde man es besser sehen. Wenn ich das dann so fallen lasse, sieht man das dann. Da haben wir einen dickeren Rand und in der Mitte drücken wir noch ein bisschen aus, bis euch halt leicht die Form gefällt und das gebe ich mir jetzt auch aufs Backblech. So habe ich mir das jetzt wieder aufgelegt. Schaut mit möglichst genug Platz, dass die alle dazwischen haben. Jetzt werde ich mir die ersten, die wir da gemacht haben, das wären dann so wie die kleinen Hamburgerbrötchen, die drücke ich mir jetzt ein bisschen flach, weil jetzt sind sie dann wieder ein paar Minuten gestanden, während ich die Mini-Pizzen da gemacht habe. Einfach nur ein bisschen flach drücken, weil sonst sehen die dann zum Schluss nach dem Backen dann aus wie kleine Bällchen, kleine Krapfen und das wollen wir dann auch nicht. Seht ihr, einfach nur ein bisschen flach drücken. Und nun werden wir die auch schön abdecken und lassen die auch für in etwa 30 Minuten lang schön aufgehen. So, mein erstes Blech ist jetzt super aufgegangen. Nun werde ich sie bestreichen. Dafür habe ich hier ein Eigelb mit einem Esslöffel Wasser gemischt. Ihr könnt natürlich auch ein ganzes Ei nehmen. Jetzt werde ich die einfach nur schön vorsichtig damit bestreichen. Meine Kringel werde ich jetzt ein bisschen mit Mohn bestreuen. So, und nun kommen die ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, während mein erstes Blech jetzt drinnen ist, kann ich jetzt das zweite dann auch schon schön langsam fertigstellen und sobald das andere fertig ist, gebe ich dann dieses hinein. Jetzt habe ich hier wieder mein Eigelb mit dem Esslöffel Wasser. Jetzt werde ich da einmal unsere Brötchen schön bestreichen. Auf die Brötchen, die ich jetzt bestrichen habe, werde ich jetzt ein paar Haferflocken raufgeben. Natürlich könnt ihr sie beliebig bestreuen, was auch immer ihr gern oben haben wollt. Und nun machen wir mit unseren kleinen Pizzen weiter. Dafür werde ich da wieder in der Mitte ein bisschen andrücken, weil es da natürlich auch aufgegangen ist. Und dann werde ich da mittig noch ein bisschen mit einer Gabel einfach einstechen, damit das da auch ja nicht aufgeht. Das soll dann so flach bleiben. Nun habe ich hier einfach nur passierte Tomaten. Ich habe da gar nichts reingegeben. Ihr könnt da gerne Gewürze reingeben, beziehungsweise Salz. Jetzt gebe ich da einfach nur in der Mitte ein bisschen was rauf, so circa einen Teelöffel und verteile das schön. Dann verteile ich hier überall ein bisschen geriebenen Mozzarella hinein. Und nun habe ich hier so kleine Salami-Plättchen. Ich habe mir einfach Salami, so kleine Würfelchen-Plättchen geschnitten. Befüllen könnt ihr sie natürlich beliebig, wie auch immer ihr mögt. Dann habe ich hier etwas getrockneten Basilikum und Oregano. Die werde ich jetzt einfach nur ein bisschen miteinander mischen und ein bisschen drüber streuen. So, die werden jetzt bei mir fertig. Jetzt warte ich nur noch kurz, bis ich die anderen, bis das erste Blech fertig ist und dann gebe ich die in den Ofen auch bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Erstes Blech ist jetzt fertig. Die waren bei mir so um die 25 Minuten im Backofen. Ihr müsst einfach so schauen, zwischen 20 und 25 in etwa müsste es bei euch auch dauern. Dann habe ich hier etwas geschmolzene Butter und die Hotdogbrötchen werde ich damit einfach nur ein bisschen bestreichen, einfach nur damit die noch mehr glänzen. Kringel werde ich jetzt nicht bestreichen, weil sonst fällt mir da der Mohn herunter. Jetzt gebe ich das einfach nur auf ein Gitter und lasse das schön auskühlen.
Meine Hotdog-Brötchen werde ich jetzt da einfach so mittig oben einschneiden, bis kurz nach unten. Seht ihr so? Nun nehme ich mir etwas Mayonnaise und streiche es da einfach nur auf die Seiten schön hinein. Das mache ich am leichtesten mit so einem kleinen Teelöffel. Dann lege ich hier einfach so ein Salatblatt hinein, zupft euch das so länglich zurecht, dass es genau reinpasst. Und dann könnt ihr das befüllen mit beliebigen Würstchen. Ich selbst habe jetzt hier ein paar Debreziner. Die sind ein bisschen scharf, aber ihr könnt bitte natürlich jedes beliebige nehmen, was ihr wollt. Das habe ich natürlich vorher vorgekocht. Und jetzt habe ich mir einfach etwas Ketchup in einen Spritzbeutel reingegeben und ein kleines Loch drauf reingeschnitten. Und dann verteile ich das einfach schön drauf. Die Kringel habe ich mir jetzt nur auseinandergeschnitten und die bestreiche ich jetzt mit etwas ganz gewöhnlichen Frischkäse. Und dann belege ich die einfach mit ein paar Salatblättern. Und nun belege ich die einfach mit etwas geräucherten Lachs. Faltet das einfach so schön, dass es einfach drauf passt und dass man ein bisschen seitlich was von dem sehen kann. Darüber verteile ich jetzt etwas rote Zwiebelscheibchen. Dann nehme ich mir die kleinen Deckelchen, gebe da auch etwas Frischkäse drauf. Klappe die dann schön zu. Meine Lieben, meine Lachsbrötchen, die werde ich jetzt, bevor ich das anrichte, einfach nur in den Kühlschrank geben, dass das auch wirklich schön kühl bleibt. Die sind bei mir jetzt mittlerweile natürlich auch schon fertig und fast abgekühlt. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen geschmolzene Butter und meine Pizzen, die sind ja eigentlich eh zur Gänze fertig. Die werde ich jetzt einfach nur ein bisschen die Ränder mit Butter bestreichen, einfach nur, dass die schön glänzen. Die kleinen Burgerbrötchen habe ich mir jetzt einfach nur durchgeschnitten. Da werde ich jetzt auch wieder den unteren Teil mit etwas Mayonnaise bestreichen. Dann gebe ich überall ein bisschen ein Stückchen Salatblatt drauf. Und nun werde ich sie dann mit Schinken belegen. Da könnt ihr euch bitte jeden beliebigen nehmen, den ihr gern habt. Und jetzt werde ich das so schön raufgeben. Ihr könnt es natürlich auch zusammenfalten, aber ich finde das so halt schöner und dadurch werden die Brötchen natürlich auch ein bisschen höher. Und dann gebe ich überall noch so ein Stück Käse drauf. Schneidet euch das auch so zurecht, dass es einfach dazu passt. Könnt ihr natürlich auch beliebigen nehmen, den ihr leicht gern habt. Und die kleinen Deckelchen bestreiche ich jetzt wieder mit etwas Frischkäse. Und gebe die dann einfach so schön drauf. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Einfach nur entzückend, finde ich. So klein und appetitlich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, diese Rezepte haben euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar, berichtet mir im Nachhinein, wie ihr es findet, wenn ihr es leicht ausprobiert habt. Und mich würde auch interessieren, wie ihr sie belegt und gefüllt habt. Ja, ich wünsche euch dann einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!